Hallihallo, willkommen zurück. Weiter in der Prüfung der Mysterien. Ja, so auf der Zielgeraden. Stufe 2, Schwierigkeitsgrad. Stufe 2 von 3 diesmal. Ich weiß gar nicht, ob man vorher diese Kugeln schleudern konnte, ne? Ich habe das hier zum ersten Mal herausgefunden im DLC. Mit dem Hammer kann man die echt wegklatschen. Muss ich den jetzt hier drauf? Nein, was? Lass mal los. Genau. Schon links gedrückt, der lässt einfach nicht los. Die Kugel ist jetzt da, oder was? Müsste eigentlich da schweben, ne? Ja. Kommt aber nicht rüber. Scheiße. Oder? Wo ist die denn jetzt? Oder ist sie schon runter gesegelt jetzt? Ne, da ist sie. Da ist sie! Tatsache. Tatsache. Schön hier bleiben. Ah, scheiße, jetzt ist sie weg. Oder auch nicht. Schön hier bleiben. Hier bleiben. Oh. Sie muss garantiert doch da lang. Okay. Schön mitkommen. Warte mal. Ja, gut. Oh, jetzt. Ui. Ui, jetzt wird's knifflig. Aber mal so richtig, ich hab's erst noch gelobt, ne, dass es diesmal angenehm leicht ist und schon ist vorbei. Aber zumindest aus dem ersten Eindruck rüberziehen irgendwie und dann darüber ballern, ne? Komm schnell. Mal hier. Komm mal ganz brav hier hin. Und lass dich mal darüber scheppern. Okay. Gut. Der Schritt war dann doch nicht so schwer, wie ich erst dachte, aber das wird bestimmt noch übel. Sprach der Dübel. Warum sind da drei Portale, wenn da nur einer raus? Ah ne, kommen alle drei gleichzeitig. Warte mal, dann baller ich dich doch einfach rüber. Oh, ganz voll funktioniert. Nochmal neu. Bin ich gerade echt noch ein bisschen erstaunt, dass das geht. Ich habe damit gar nicht gerechnet. Zumal, wie hätte ich mir das dann wohl leichter machen können im Haupt. Aua. Aua, 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 im Hauptspiel. Hätte ich das eher gewusst. Oder das ist hier neu hinzugefügt worden. Anhand der Physik halt, ne? So rüberschleudern und schweben und so weiter. Ja, von da kam ich ja. Ich glaube, ich musste wieder rüber scheppern. Und, so bestimmt nicht. Falsche Taste. Ganz ehrlich, das geht einem richtig auf den Zwirn, dass der seine Scheißflügel, Alter.
Was ist das manchmal für ein komischer Effekt? Ich weiß nicht, ob es ein Bug ist oder so. Der nimmt manchmal den Doppelsprung nicht. Das ist echt abenteuerlich gerade. Egal. Ist ja jetzt nicht so weit gewesen. Zack, rüber. Ja, das geht ja ruckzuck. Aber das hatten wir schon mal in einem Gewölbe, ne? Dass da auf einmal der den. Ah, jetzt geht's auch wie gewünscht. Den Sprung nicht genommen hat. Ja, und ich denke mal dann einfach darüber, ne? Guck mal, was da oben ist. Naja, gar nichts. Da, von da kamen wir. Ja. Musst du denn jetzt hin? Oder hat er die schon rüber geschossen? Auf einmal ist sie weg. Ja, der hat die darüber geballert. Der Arsch mit Ohren. Ja, ein bisschen falsch an. Stell dich mal in die Sonne, hier ist ein Apfel. Jawohl. Oh nein, da steht in Flammen. Mach die Düne. Ja. Ja, ist jetzt natürlich super, ne? Der brennt. Absolute Top-Klasse. Da geht er flöten. An und für sich leicht, aber scheiße in der Ausführung. Ups, falsche Richtung. Kann sich noch um Jahre handeln. Kann sich nur im Jahre handeln, meine ich, nicht noch. Ja, deutsche Sprache, schwere Sprache. Mann, 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 da. Ich muss mal durch. Und zack. Jetzt schnell, schnell. Verkacken. Oh. Ja, oh Mann. Jawohl, ich hab's endlich geschafft. Also, das waren nicht wenige Versuche. Ich sehe das mal abgehoben, die Kugel. Jetzt kommt die da nicht aus der Ecke raus, oder was? Jetzt komm schon, komm schon. Boah, ich habe schon gedacht jetzt. Okay, die müsste dahin. Ich warte lieber noch mal. So, frei zum Abflug. Das war's dann, ne? Wie es aussieht. Ja. Tor geht auf. Ja, an und für sich diesmal gar nicht so schwer. Nur in der Ausführung halt fummelig. Aber selbst der Rätselaufbau war gar nicht so hart. Eigentlich. Insgesamt. So gesehen. Selbst meine Mysterienprüfung ist kein Problem für dich. Gut gemacht, Phoenix. Komm, ich will dich für deine Kreativität belohnen. Ah, sehr schön.
Wo ist er? Phoenix, deine Kreativität beim Lösen dieser Herausforderungen ist inspirierend. Du hast dir eine Belohnung verdient. Jetzt kannst du selbst kolossale Objekte herumwerfen wie Spielzeug. Danke, Hephaistos. Ich glaube, ein Schmied ist nur so gut wie sein Werkzeug, oder? Ich gehe wieder an die Arbeit. Gut. Gut, 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 gut. Drei Prüfungen, drei... Oh Gott. Hat er vor dir schon wieder Alzheimer in meiner Rübe? War bei Aphrodite auch so viel? Es ist schon wieder. Früh vom Beginn. Nö, das ist ja abgeschlossen schon. Ach stimmt, so war's, ja. Nee, hä? Die übrigen, ja, die übrigen, da komme ich ja jetzt noch nicht dran, brauche ich, oder ich brauche doch noch eine Fähigkeit. Um da dran zu kommen, werden wir jetzt sehen. Ja, aber hier sieht so aus, als ob man ganz normal hinkommen würde. Für die Aphrodite-Dinger brauchen wir ja noch Ares. Die Fähigkeit von Ares. Wieso ist das? Phosphortausch. Während der Phosphor aktiv ist, kannst du. Achso. Aha. Oh Gott. Und hier noch schmeißen. Ich glaube, der geht kaputt dann, ne? War doch so. Nee. Wie kann ich nochmal... Ach so, L3. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Okay, das wird optional. Da oben. Da müssen wir hin. Was da los ist, keine Ahnung. Oh, das hat ja zu. Hat ja gut geklappt. Oh, jetzt aber. Ich habe viele dieser Prüfungen selbst geschmiedet, aber Zeus meint, er bezahlt mir die Überstunden nicht. Ich glaube, der wird übler.
Jetzt muss ich nur hier rauskommen, irgendwie. Ach, hätte ich ja. War ja noch heile. Ich bin daran gewöhnt, wenn ich das schmeiße, dass das kaputt geht halt. Ja. Und du? Ach. Gut. Hat ja gut geklappt eigentlich. Zum Glück. Zum Glück. Ein bisschen wie Portal, ne? Kleines bisschen. Boah, ist jetzt einfach nur ein Checkpoint, ja? Nicht, dass ich hier irgendwas übersehe und dann den ganzen Weg wieder zurück muss. Scheint schon so zu sein. Zwei Kugeln. Ich glaube, jetzt wird's knifflig. Aber nicht zu knapp. Das ist kein Eingang. Da geht's rein, ne? Geht's da auch rein? Jo, da geht's auch rein. Boah. Boah, 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 boah. Also da ist echt. Ist echt rätselhaft. Komplett. Glaube ich, der ganze DLC, kaum Bosskämpfe. Ja, auf Dauer ist es auch ein bisschen schade. Ich weiß noch nicht, ob ich die Parts vielleicht ein bisschen länger mache in Zukunft. Mal schauen. Das war nichts. Mal schauen. Na. So, drin sind wir. Das ist schon mal ein kleiner Schritt für die Menschheit. Aber ein ganz kleiner. Athena wurde aus Zeus Stirn herausgeboren. Wusstest du das? Ich musste ihm den Kopf spalten, um sie zu befreien. Ich geb's zu, Zeus Schädel zu spalten, um Athena rauszuholen, hat Spaß gemacht. Manchmal braucht er einfach einen kleinen Schlag auf den Kopf. Ja, auf dem Hinterkopf erhöht das Denkvermögen, ne? Wäre mal ganz gut manchmal bei mir hier. Die Lösung ruckzuck am Start ist. Ja, ich muss es einfach, glaube ich, jetzt hier echt Trial and Error. Das wird öfter so hinauslaufen. Darauf. Ah, okay. Mhm.
Brauchen wir nur noch eine Kugel, ne? Dann kann ich direkt mitfahren. So. Fehlt noch die Fahrstuhlmusik. Tja, müsste ja dann da sein, ne? Jupp. Ja. Wie kriegen wir die nur hier raus? Das ist jetzt das nächste. Ich tue mal die Kugel, glaube ich, ein bisschen weg vom Portal. Einfach Safety First, keine Ahnung, hinter Rollteam wieder aus Versehen wieder da rein und schon stehe ich blöd, stehe ich dumm da. Hier ist jetzt auch nichts mehr. Sehe auch relativ spät, warum die Statue nicht kaputt geht. Das ist einfach aus Bronze, ne? Oh. Die andere war aus Stein im Hauptspiel. Ja, ist mir spät aufgefallen. So. Ich glaube nicht, dass das. Hä? Achso. So? Ach so, ah, okay. Service. Wenn es überhaupt so gedacht ist, oh Gott. So schon mal nicht. Die Kugel, aber ich. Aber kann ja eigentlich nur sein, indirekt nicht. Direkt. Weil sonst kommt ja auch nichts. Drücke ich auf den Schalter, kommt die Kiste, die kleine. Ziehe ich an den Hebel, transportiert er das rüber. Warte mal, warte, die Kiste. Nee, oder? Tut sich denn, wenn ich hier den Hebel ziehe? Ah, perfekt. Aua. Shit. Shit. Nochmal ziehen. So. Kurz warten. Ja, das geht sehr gut. Mal umschauen hier. Okay. Den Weg frei dann machen für die Kugel wahrscheinlich, ne? So. So.
Dann wechseln. Wieder rüber. Ah. Dann die Kiste hier hin. Das hier. Ach, die Tür ist schon auf. Ich hätte sonst... Na, sag schon. Nochmal gewechselt drüber. Aber da ist irgendwo diese spezielle Kiste, ne? Ich muss mal schauen, wo die ist. Die brauchen wir doch bestimmt auch wieder. Ich habe keinen Bock, alles doppelt und dreifach zu machen. Weil das wäre in dem Fall echt sehr ärgerlich schon. Irgendwie. Ich hoffe mal, dass die andere Kugel hier drin ist, weil dann wäre das hier eigentlich relativ. Nee, die ist ja. Hä? Die ist ja da drin. Wie habe ich hier den gerade übersehen? Gerade so einen Blindanfall hingekriegt. Mal schauen kurz. Da unten dann oder wie? Ah ja. Die muss ja. Ach da. Heilige Scheiße, wie kommt's denn da dran? Ich habe hier gar nichts mehr. Außenrum. Ja, irgendwie außenrum, ne? Aber wie? Ja gut, das werde ich dann im nächsten Part mir mal genauer anschauen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Freunde, und wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend. Und übrigens, oder was heißt übrigens, oder vor all dem, vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Das freut mich immer sehr, wenn ich das Feedback eurerseits sehe, Likes, Kommentare. Sehr, sehr nett von euch. Tschüss, bis dann.